Das ist das dritte Video unserer kleinen Reihe Musik selber machen. Bisher hast du erfahren, wie du das passende Instrument für dich findest und wer dir Unterricht geben kann. Nun geht es darum, eine Band zu gründen, denn gemeinsam kann Musik machen unheimlich viel Spaß machen. Du musst dir drei Fragen stellen. Mit wem möchtest du Musik machen, also auch, welche Instrumente benötigt deine Band? Wo kann sich deine Band treffen, um zu üben? Und natürlich, welche Musik willst du machen? Du musst also Gleichgesinnte finden. Dazu sammelst du zunächst möglichst viele Informationen. Frage Freundinnen und Freunde, hänge eine Sucheinfrage in deiner Musikschule oder in der Schule auf und frage auf jeden Fall deinen Lehrer oder deine Lehrerin. Musiklehrer haben viele Kontakte und können dir mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhelfen. Vielleicht hast du auch im Internet ein lokales Informationsportal, wo du deine Anfragen einstellen kannst. Oft ein Riesenproblem, der Proberaum. Musik machen ist meistens laut. Viele Menschen fühlen sich davon gestört, besonders von Anfänger und Anfängerinnen. Deine Band benötigt also einen Raum, in dem sie ungestört spielen kann. Hör dich dazu bei deinen Bandmitgliedern um. Vielleicht haben sie nette Eltern mit einem Keller, der sich zum Üben eignet. Frag in der Schule oder in der Musikschule nach, ob ihr dort üben könnt. Möglicherweise kannst du auch über das Kulturamt deiner Stadt einen Raum bekommen. Versuche, einen Raum zu finden, der euch keine Miete kostet. Erst wenn deine Band zusammenbleibt, lohnt sich so eine Investition. Auch schwierig, die Ausrüstung. Equipment wie Verstärker, Kabel, Mikrofone, Notenständer. All das könnt ihr euch vielleicht in der Musikschule oder Schule ausleihen. Und so stellst du deine Band zusammen. Je nachdem, um welche Musik es dir geht, brauchst du auch Musiker und Musikerinnen mit bestimmten Instrumenten. Klassische Musiker sind gut in einem Schulorchester aufgehoben. Für Popmusik benötigst du jemanden, der den Rhythmus spielt, Schlagzeug und Bass, und jemand für den Sound und die Melodie, Gitarre, Keyboard und Gesang. Nicht immer klappt es gleich, eine komplette Band zusammenzustellen. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich schwierig. Du musst die passenden Leute und die richtigen Instrumente finden. Und mögen solltet ihr euch eigentlich auch. Eine Band ist ein Team. Wenn das Team nicht harmoniert, wird es auch mit der Musik schwierig. Stell dich also darauf ein, dass es etwas dauern kann. Unterdessen kannst du ja fleißig üben und immer besser werden. Aber gib nicht auf, es lohnt sich. Und das sage ich wirklich aus eigener Erfahrung. Vielen Dank, Tilman Höhn. Tilman ist unser Experte bei allem rund ums selber Musik machen. Er ist natürlich selber Musiker, also Gitarrist, spielt in vielen Bands und arbeitet auch als Musiklehrer. Und natürlich hat Tilman auch einen Tipp für euch, wenn ihr eine Band gründen wollt. Er sagt, in vielen Schulen und Musikschulen werden Bandprojekte angeboten und für den Anfang macht es wirklich Sinn, hier einzusteigen. So hast du erstmal keine Probleme mit dem Proberaum oder der Ausrüstung. Später kannst du dann deine eigenen Geräte anschaffen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut euch doch auch unser nächstes Video dieser kleinen Reihe an. Da geht es dann darum, wie du deinen ersten eigenen Song schreibst. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viel Spaß beim Musikmachen und tschüss, bis zum nächsten Mal.